Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Schattenarbeit und das Streben nach Freude. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 2. Januar 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind als nicht-physische Wesen sehr empfindsame Wesen. Für uns ist das Fühlen alles und wir haben hochgeschärfte Sinne, weil wir in der Lage sein wollen, den kleinsten Unterschied zwischen einer Schwingung und einer anderen zu fühlen. Diese Fähigkeit macht uns zu meisterhaften Schöpfern. Und das ist es, was wir uns für euch wünschen, während ihr noch in physischen Körpern seid. Wir möchten, dass ihr eure Sensibilität als euer größtes Kapital erlebt. Und das bedeutet, dass ihr alles, was in euch auftaucht, fühlen müsst. Aber es bedeutet nicht, dass ihr euch in Situationen bringen müsst, in denen ihr wisst, dass ihr euch schlecht fühlen werdet. Ihr seid da, um Führer, Lehrer und Heiler zu sein, aber keine Märtyrer. Ihr müsst nicht nach den schrecklichsten Nachrichten suchen, um zu wissen, wohin ihr die meiste Liebe und das meiste Licht senden müsst. Ihr wollt sensibel für diese Sensibilität sein. Ihr wollt diesen Aspekt von euch selbst schützen, damit ihr nicht ausgebrannt werdet. Deshalb ist es auch wichtig, das zu tun, was euch Freude macht und euch auf die Aspekte eures Lebens zu konzentrieren, die funktionieren. Es wird immer etwas in euch auftauchen, das ihr fühlen könnt, wenn ihr diese bestimmte Emotion fühlen müsst. So müsst ihr auch nicht nach den schlimmsten Erfahrungen in eurer Vergangenheit oder in euren früheren Leben suchen. Sie werden auftauchen und sie werden zur angemessenen Zeit auftauchen, damit ihr damit umgehen könnt und in der Zwischenzeit, warum nicht einfach das Leben leben, das ihr leben wollt. Ihr habt auch viel freie Zeit, um euch auf diese höher frequenten Schwingungen einzustimmen, die euch zur Verfügung stehen. Und so empfehlen wir, sich absichtlich auf diese einzustimmen. Das ist das Leben, das ihr für euch selbst erschaffen wollt. Und das ist die Welt, in der ihr leben wollt. Und alles, was eine niedrigere Schwingung hat, werdet ihr erleben können. Aber noch einmal, ihr müsst nicht herumgraben und nach all den möglichen Szenarien suchen, die euch triggern könnten. Ihr wollt weiterhin Zugang zu den höherfrequenten Schwingungen haben, die hereinkommen und diese hervorheben. Und wenn etwas in dir auftaucht, das sich nicht so gut anfühlt, willst du einfach keine Angst davor haben. Ihr wollt nicht davor weglaufen. Du willst nicht so tun, als wäre es nicht Teil deiner Erfahrung und der menschlichen Erfahrung. Es ist alles und es muss alles erfahren werden, damit ihr alle Aspekte von euch selbst integrieren könnt, um die ganzen Wesen zu werden, die ihr immer in diesem Leben zu werden beabsichtigt habt. Und ihr braucht diese Sensibilität, um die Realität zu erschaffen, die ihr erleben wollt. Wir sehen nur, dass viele von euch zu oft in die eine oder andere extreme Richtung gehen. Ihr müsst den Schmerz nicht vermeiden, aber ihr müsst auch nicht danach suchen. Wenn ihr euch vor etwas nicht fürchtet, wenn ihr nicht versucht, es zu unterdrücken, könnt ihr eine viel freundlichere Beziehung dazu und damit haben. Und das ist es, was wir uns für euch wünschen. Wir wissen auch, dass ihr bereits eine Menge dieser Schattenarbeit geleistet habt. Und wir wissen, dass ihr bereit seid für eine viel hellere Version der Realität. Und das ist diejenige, bei der wir euch alle weiterhin dazu einladen werden, sich uns anzuschließen. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.